Oh, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 1. Ja. Diese ekelhafte Level hier, Mission, wie man es schimpfen will. Ich hasse es. Aber gut. Wir ziehen das hier jetzt eiskalt durch. Ich mag keine weinenden Babys. Ich glaube, das war verkehrt, weil da geht es irgendwie theoretisch zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier wie lang laufen muss. Hier passiert doch nichts. Hier wird nicht rumgeballert oder so. Hier kommen einem nur mal Kartons oder sowas entgegen. Weil diese Atmosphäre ist halt einfach so total... Geh mir fort, ne? Keine Ahnung, ob ich mich gerade hier verlaufe oder so. Ich laufe hier einfach mal durch und in der Hoffnung, dass ich da jetzt hier durchkomme. Gucken, ich laufe mal hier rechts. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob das Babygeweine lauter werden musste vielleicht oder irgendwie sowas. Aber irgendwie kommen wir gerade schon weiter. Ja, ich bin original zurückgelaufen, ne? Oh Mann, ey. Ich sag euch, ich mag das hier so gar nicht. Labyrinth-Scheiße dann auch noch. Ist halt so. Irgendwas tut ihr leid? Wieso? Max, nein. Verstehe ich nicht. Er kam nur nach Hause und sie wurde gekillt von diesen Gangstern da. Drogenmäßig und so, irgendwie. Vielleicht ist die Übersetzung doch nicht so toll, aber besser als keine ist es allemal. Erschreckt mich nicht so. Jetzt weint sie lauter. Ich habe keine Ahnung hier, wo ich eventuell lang muss oder auch nicht. Ich glaube, ich laufe richtig. Kann mich da auch täuschen. Ja, das sah richtig aus. Hätte es wissen müssen, als wir dich schnarchend neben Lupinos Leiche fanden. Ein Witzbold, was? Jetzt sind wir wieder zu Hause hier irgendwie. Mich an bessere Zeit. Ja, wo laufe ich denn jetzt lang? Okay, das haben sie natürlich cool gemacht. Ne, die Tür war ja zu und dann war das Regal da im Weg. Dann ging die Tür so auf, so buff, klack. Bitte. Ich liebe Zeichentrickfilme. Captain Baseball Bat ist eindeutig der Beste. Genau das ist es, was ich meinte. Dieses, man muss auf irgendeiner Blutspur laufen und springen und so. Das ist total, ja. Sehr unschön. Ich werd jetzt hier verrecken. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich komme da nicht mehr heile zurück, ne? Ich speichere jetzt einfach hier ab. Bitte. Ich verrecke doch jetzt hier 100 pro. Na, da komme ich nämlich nicht rüber und jetzt stürzt er. Ja, lade mal. Gucken, ob ich da heile rüberkomme. Ja, von hier aus kann ich wahrscheinlich besser arbeiten. Speichere ich noch normal. So, ich weiß noch genau, wegen diesen Levels oder wegen diesem Level vielmehr hatte ich dann eine Zeit lang keine Lust mehr auf dieses Spiel. Und hab's an den Nagel gehängt, das weiterzuspielen.
fand ich einfach absolut nicht toll damals. Und gefällt mir heutzutage ehrlich gesagt immer noch nicht. Weil, ja, ah Mann, shit. Ja, stürz ab, stirb. Diese ganze Atmosphäre hier, die ist einfach so total. Ich bin noch kein Fan von Horror-Games. Deswegen habe ich jetzt zuletzt auch RTCW gerade aufgehört, erstmal. Weil diese Zombie, wenn man das so nennen will, Geschichten da, das ist so gar nicht meins. Zudem, dass ich totaler Noob bin, was RTCW angeht. Wie ich ja beweise in meinem Let's Play. So, und da ist jetzt ein anderer Gang. Ne? Irgendwie muss ich hier, glaube ich, lang. Glaube ich jedenfalls. Ich speichere hier mal. Und dann werden wir mal gespannt sein, ob ich da rüber springen kann oder ob ich... Ja, scheint zu klappen. Doch so einfach. Ich mag diese Horror-Games irgendwie so gar nicht eigentlich. Ja. Oh nein, oh nein, bitte Gott, nein. Wobei es sich da eben noch bewegt hatte irgendwie, ne? Komm schon, ey. Bringen wir es hinter uns wie ein Mann und ja. Du kannst diese Stücke oder Würfel schneiden, durchlöchern, in die Luft jagen, in Atome auflösen, zersetzen. Egal was du tust, sie kommen zurück und sehen aus wie neu. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das später im zweiten Teil war. Gab es da auch diese komischen Levels hier, diese Mission oder nicht? Michels Tagebuch lag auf dem Tisch. Können wir uns das angucken? Aha. Michel arbeitete halbtags im Büro des Staatsanwalts. Das Tagebuch war beim heutigen Eintrag aufgeschlagen, mit geschwungenen Linien reingeschrieben. Ein Army-Dossier landete gestern auf meinem Schreibtisch. Valhalla, ist das nicht ein nordischer Mythos? Irgendwas mit Wikingern? Ich wollte Max davon berichten, aber er hatte zu tun, dieses süße Stirnrunzeln. Schätze, das bedeutet gar nichts. Nur eine Verwechslung beim Kurierdienst. Von jetzt an würde ich mir immer Zeit für sie nehmen. Das war ein leeres Versprechen, zu wenig und zu spät. Tja. Meine Erkenntnis. Komm. Bitte, Max, nein. Lass mich hier raus. Bitte, bitte nicht, Max, nein! Wieso wird das jetzt so dargestellt, als würde er sie umbringen? Und er sitzt da zwischendurch auf dem Stuhl irgendwie. Mörder! Du hast sie getötet! Dass sowas in Wirklichkeit nicht möglich ist. Kriegt er einen auf die Umme, oder was? Ah, ich hab's geschafft, ja. Sehr schön. Ich wachte aus einem bösen Traum auf. Mein Kopf fühlte sich an, als sei er viel zu klein für mein Hirn. Max Payne, ich beneide dich um deinen Namen. Der Killer lächelte. Erfreut dich kennenzulernen. Ich bin Frankie the Bad Niagara. Niagara? Hast du eine Armwasser gebaut? Er hatte einen Baseballschläger und ich war auf einen Stuhl gefesselt. Ihn zu beleidigen war nicht besonders schlau. Aua. Oh shit. Habe nichts gegen einen kleinen Witz hier und da. Ich zum Beispiel. Ich liebe Cartoons. Die Brutalität in Cartoons ist eine faszinierende Sache. Lass uns eine Pause machen. Ich muss mal pissen gehen und hol mir vielleicht noch was an der Bar. Keine Angst, ich komme zurück. Und dann bringen wir es hinter uns. Dann ist es Zeit, sich zu verabschieden. Wer spielen will, muss auch dafür bezahlen, du Bastard. Er stolzierte aus dem Zimmer und die Tür schlug hinter ihm zu. Der Riegel wurde vorgeschoben. Jeder macht mal Fehler. Mein Fehler war nicht gewesen, Witze über den Gorilla mit dem Schläger zu machen. Er hätte mir den Schädel jederzeit spalten können. Auch nicht, dass ich einer Frau mit einer Kanone vertraut habe. Ich war blind auf den erstbesten Ganoven losgegangen. Dabei hätte ich nur die Leiter höher hinaufsteigen müssen, bis zum Kopf der Punchinello-Familie. Ich brachte es nicht fertig, sauer auf Mona zu sein. Schätze, ich habe eine Schwäche für ein hübsches Gesicht.
Aber wenn jemand vorhat, mit deinem Kopf Baseball zu spielen, neigt man dazu, sauer zu werden. Sie hatten mich zurück in den Keller von Lupinos Hotel gebracht. Geschlagen und übersät mit blauen Flecken fühlte ich mich wie der Stuhl, den ich für meine Flucht zerschlagen hatte. Jo, hat er sich wohl befreit, ne? Alles, was ich hatte, war Niagaras Baseballschläger, klebrig von meinem Blut. Ja, geil. Ich glaube, wir haben jetzt genau keine Ohne Waffen Kanone mehr, ne? Hätte ich gegen Frankies Männer keine Chance. Ich musste mit ihnen Verstecken spielen. Ein paar Painkiller, wovon ich auch direkt mal einen einsetze, weil mir geht's nicht so gut. Gut, habe ich diese Mistmission geschafft. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt am besten lang gehe oder ob ich überhaupt irgendwie die Wahl habe, wo lang zu laufen. Okay, da ist alles zu. Was zur Hölle? Ja, genau, da konnte ich. Konnte ich mich erstmal hier so ein bisschen schlagmogeln, ne? Was zur Hölle? Das war erstmal die Taktik hier, glaube ich. So halbwegs. Ja. Die aber eben nicht immer klar habt. Die Mission ist halt echt der letzte Shit hier. Das ist Frankies Sache. Er kümmert sich darum. Ja, ja, ich weiß. Ist nur der. Ah. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das mache hier. Vielleicht laufe ich einfach mal in die andere Richtung. Was zur Hölle? Oh, hey du. Ah. Okay. Das ist Frankies Sache. Bleiben. Oh. Jetzt geht hier das große Verrecken los, oder was? Na, mal gucken. Das ist Frank. Lauf! Das ist wieder keine Munition mehr, ne? Alter Schwede, ey. Man kann hier keinen Schwierigkeitsgrad einstellen, ne? Wie soll ich das machen, ey? Das ist Frankies. Hey, du! Ernsthaft, wie soll man das machen? Das ist Frankies Sache. Stehen bleiben! Kacke, ja. Na, mal sehen hier. Vielleicht doch mal in die andere Richtung laufen. Was zum? Ah, fail! Fail! Das gibt's ja nicht. Das ist Frankie. Yeah. Junge, 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 ja. Muss da irgendwie mal zu was kommen hier? Also da habe ich absolut gar keine Chance. Das ist hey. Kannst du jetzt noch mal so versuchen hier? Verdammt! Was zur Hölle?
Ja, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch wenn ich ziemlich kacke dastehe. Ich habe erstmal Munition. Wow. Was frisst der Typ so viel, ey? Ich habe eine Wumme mit ein bisschen mehr Muni. Nicht wirklich, ne? Da sieht es ziemlich beschissen aus. Aber gut. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich kann jetzt noch ein bisschen was mit dem Baseball machen. Dann kommen an Munition und so Zeug. Ist ein wenig gemein zu anfangen, aber nicht unmachbar. Zum Glück, wie man gesehen hat. Ein paar Painkiller und Munition, okay. Tja, aber halt nicht wirklich viel, ne? Nur etwas. Und Beretta besitze ich noch nicht. Irgendwie hatte ich Beretta-Munition gekriegt. Aber gut. Schauen wir uns hier mal ein bisschen erstmal um. Alle auf einen Haufen. Da geht's ja auch in diesen Raum, ne? Ja. Hier ist eine Tür. Hier ist ein Fahrstuhl. So, was ist hier jetzt? Anscheinend auch einfach nur Munition und Waffen. Vielen Dank dafür. Genau das, was wir brauchen. Okay. Können wir uns erstmal wieder ein bisschen aufladen jetzt hier anscheinend. Nach dieser schwierigen Aktion zu Anfang. Ich sehe, die Zeit macht gerade gleich die 20 Minuten voll hier. Boah. Eine weitere Schlagzeile für einen Mordschauplatz. Ich möchte diesen Raum jetzt noch fertig machen und dann aber gucken, dass ich trotzdem nicht großartig überziehe. Ist ja schon mal sehr toll, dass ich diese eine Level leider fertig gekriegt habe, dass ich es geschafft habe direkt. Diese unschöne Geschichte da. So, schauen wir uns hier das nochmal an. Frankie hatte seine Visitenkarte in einem Kanalschacht voller Leichen hinterlassen. Ein Captain Baseball Bad Boy Comics Book. Mit Captain Baseball Bad Boy vertippst du es dir besser nicht. Selbst meine Erzfeindin Bicycle Helmet Girl fällt in Ohnmacht, wenn sie mich sieht. Aha! Das waren genug Leichen, um einen Massenmörder vor Scham erröten zu lassen. Jo. Passt sich, ja? Dann beenden wir hier mit diesem Part und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil.